Willkommen zurück bei Mega Man ZX Advent. Ich hatte erwähnt, dass wir nach dem Kontrollzentrum uns ja zu den schwebenden Druiden bewegen wollten und... Ach, was will mich denn aufhalten? Und irgendwie wiederhole ich meinen Text in der letzten Folge wenig, aber was soll's. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Ich meine, hey, aber ey, wie geht's denn noch aus Mega Man ZX? Was ist denn... Hi. Alles klärchen. Naja, die Dinge heißen, haben ihren Namen ja nicht von sonst wo. Ist nicht wahr. Was denn auch sonst? Und wo sollen die sein? Das wissen wir nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir wieder mal Modell L anfangen. Denn die Feinde, die hier rumgammeln, sind größtenteils One-Hits auf die Art und Weise. Außer dieses Ding da vorne, aber dafür haben wir eine andere Möglichkeit. Was genau das Ding kann, erkläre ich dann gleich noch. Hier haben wir noch einen von den Dingern, die wir noch aus der Intro-Stage kennen. Was übrigens diese Galleons können, die können... Machst du's? Die können Elektrizität am Boden langfahren lassen und, naja. Nichts Besonderes, aber man soll's mal gewusst haben. Diese Feinde schießen nur dann, wenn wir sie angreifen, das heißt... Ja. Ich glaube, besser kann man das nicht demonstrieren. Wow, das war knapp. Kann man das, glaube ich, gar nicht demonstrieren. Jedenfalls, ich liebe die Musik dieser Stage und die Feinde da oben sorgen dafür, dass wir nicht mehr springen können für eine gewisse Zeit lang. Oh, es ist hinterhältig, aber naja. Muss man mit leben können. Und die Dinger sind eine der gefährlichsten Sachen der gesamten Stage, aber das... eigentlich können wir noch eine Sache einsammeln, wenn wir schon mal hier sind. Das war wieder knapp. Queen Bee brauchen wir dafür zufälligerweise. Immerhin ganz passabel, dass wir die schon mal haben. Dateiget. Und dann kommen wir hier auch wieder raus. FNY, danke auch. Wag es ja nicht. Na, keine HP, da muss ich halt ohne leben können. Macht ja nichts. Teil 1 fertig. Relativ. Und ab 4 wird's lustig, sage ich mal. Sehr lustig. Zeit für Modell P. Aus zwei Gründen. Einmal, dass wir uns an den Teilen festhalten können und diese Feinde, den Feind, den man da gerade nicht mehr sehen konnte, da er schon zerstört war, der kann sich unsichtbar machen. Und hey, das war nicht so geplant. Und der Wind sorgt dafür, dass ich mich jetzt sprechen nur begrenzt bewegen kann. Es gibt im Expertenmodus, anders als im Normalmodus, zwei Windstärken. Einmal die, Einmal ja gar keinen Wind, logischerweise. Dann gibt es eben einen Wind nach links und rechts und den gibt es eben in zwei Stärke-Varianten. Das ist gerade Stärke 2 nach links. Dann kann ich mich ohne Dashen gar nicht mehr nach rechts bewegen. Oh, das war knapp. Und, ach, was soll's. Man wird schon noch sehen, was die Stärke für eine Auswirkung haben und wo zur Hölle ist die Plattform hin. Kann mir egal sein, ich kann immerhin fliegen. Ein weiterer Grund, die Form vorher zu holen, ganz ehrlich. Und so ungern ich ja auch Teile skippe, es ist eine... komplizierte Angelegenheit, aber wir können wieder normal weitermachen. Wiki. Wunderhübsch. Ich glaube, wir haben den Teil auch gleich fertig. Leap of Face Deluxe. Oh Gott, das war wieder knapp wie sonst was. Komm schon, Wind. Danke. Ah, oh Gott. Das kann echt schlimm sein. Wenn ich schon, dass ich diesen Track liebe im Hintergrund. Ich glaube nicht, aber man weiß ja nie. Egal, Teil 2 fertig und es wird, glaube ich, noch mal lustiger, wenn ihr mich fragt. Erstmal warten wir eine Runde, denn Windstärke 2 in unser Gesicht, das ist nicht schön. Dann nichts wie hier rüber. 1, 2, 3. Und in der Höhle gibt's was Wichtiges zu finden, oder zumindest ansatzweise wichtig. Nämlich, wie heißt denn du? Belohnung ist mal gut, ja. Dann mal schönen Tag. Was willst du denn von uns?
Haben wir mitbekommen, ja? Ist wohl dumm gelaufen. Was gibt's denn? 4 Stück. Für uns ist nichts ein Problem. Ist Gewunkzentrale. Und die Dinger sind immer über die vier Stage-Teile verteilt. Es gibt ja in den meisten Stages die meisten Dinger sind ja in 4 Teile aufgeteilt. Falls das noch nicht ganz klar war. Aber die werden wir dann erst gleich einsammeln, wenn wir mit der Stage an für sich fertig sind. Denn für einige davon werden wir auf jeden Fall die Bossform brauchen, wenn ich das mal schon im Voraus sagen darf. Wind ist still. Oh, hier müssen wir schnell hoch. Na, dich kriege ich aber noch. Genau. Ein kleiner Tipp, wenn der Wind mal wieder aufhören würde. Wenn man an der Wand slidet, dann wird man vom Wind nicht betroffen und kommt dann noch ein Leben. Oh, was zur Hölle. Nein, das machen wir nochmal. Das war natürlich geschickt angestellt. Egal, ein Leben für uns, das ist das dritte in dieser Stage. Man ist wirklich sehr großzügig mit den Dingern. Und... boah, das war knapp. Der Wind ist immer sehr unschön, wenn er aus dem Nichts kommt. Mach mir keinen Schock, meine Güte. Ich bin gerade mal so frei. Nee, das war's. Es hat sich sogar gelohnt. Wisst ihr was? Ich habe eigentlich keine Lust, an den Dingern davon zu scheitern. Nett mich Pussy, ich stehe dazu. Oh, meine Fresse. Diese unsichtbaren Dinger sind nicht schön gestaltet und der Wind dazu auch nicht. Punkt. Däh. Naja, Hauptsache, wir haben's. Ich muss ja eh in der normalen Formel rein, von daher. Wäre das ja sowieso unnötig. Dann schauen wir doch mal, wer wartet denn auf uns? Modell W und... vermutlich dasselbe, was es überall tut. Modell W für... ach, lassen wir das. Davon ist auszugehen. Das hätte ich mir fast denken können. Vielleicht, weil es gerade hier ist. Was weiß ich denn? Wird uns ja auch nicht unbedingt immer erklärt. Das stimmt wohl. So wie dich zum Beispiel. Geht mir irgendwie ähnlich. Na, wenn es weiter nichts ist? Das werden wir ja noch sehen. Und hübsches Katana, welches sich in was anderes verwandelt hat. Egal. Kommen wir zu Aeolus. Ein Kampf, der sehr hektisch werden kann. Arrg. Das war nicht der Plan gewesen. Definitiv nein. Danke. Puh. Bitte weg von mir. Danke. So weit, so klar. So weit, so unklar. Jetzt wird's unschön. Relativ. Naja. Lässt sich nicht ändern. Sieht sogar sehr gut aus gerade. Und... na bitte, auf den letzten HP. Oh Gott. So sieht's wohl aus, ja. Tja. Ich glaube, das höre ich nicht zum ersten Mal. Denn Tethys hatte einen ganz ähnlichen Text gehabt, ja. Und bei Sianak ist es ja immer so eine Sache für sich. Naja.
Ach ja, da war ja noch was. Das Übliche. Haben wir das nicht bereits gehört? Wenn das mal nicht ein paar bekannte Charaktere sind. Und dann? Aha. Das heißt wohl nichts allzu Gutes. Haben wir das nicht bereits rausgefunden? Zum Glück kann man den ja nicht sehen, aber ansonsten... Naja, wenn schon, denn schon, nicht wahr? Hätte man es gewusst, wäre die Sache wohl anders gelaufen. Naja, er hatte rote Augen und du grün. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Wohl dumm gelaufen, ja. Whoops. Bei dem Papierstein würde ich auch nichts anderes tun. Aber wir können noch vorher mit Aeolus... der übrigens sehr gut in der Luft, sich in der Luft bewegen kann, entsprechenderweise, noch was abholen. Denn wir haben noch von den vier Teilen mit Queenbee meinte ich natürlich, das erste gefunden, eine Glühbirne. Antik, auf jeden Fall. Schaffe ich es noch so darüber, oder ist das wieder eine Sache für sich? Na, sieht ganz gut aus, ja. Dann will ich erstmal speichern gehen oder er sagt die HP auffüllen, bevor wir weiter auf Schatzsuche gehen, aber schauen wir doch mal. Was ihr das alles kann, zeige ich doch mal eben kurz. Wir können vertikal dashen, horizontal dashen und gleiten. Dazu haben wir noch Nahkampfangriffe, zwei verschiedene, und in dieser Kombination fügt man auch seinen Schallangriff aus, aber an für sich war es auch schon wieder. Na gut, wir können auch aufladen, aber ansonsten alles dasselbe. Nee, nicht als selber, was soll's. Ah, besten Dank. Also derselbe Preis wie auf dem Kontrollzentrum. Bäh. Ich speichere mir eben ganz fix, bevor ich mich zu den jeweiligen Orten begebe. Ich denke, wir fangen am Anfang der Stage an. Wie wär's damit? Bis gleich. Kurz als Zwischenmeldung. Die erste Datei findet sich im dritten Abteil des... im zweiten Stage, meine ich, am Ende. In dieser kleinen Einengung, und naja, es sollte klar sein, wie man da reinkommt. Ich denke, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch das nächste Ding einsacken. Jetzt ist zumindest direkt hier zu finden. Die das. Ein Windrad. Sah mir eher aus wie eine Kreiselmine, die man aus Mega Man 1 kennt. Und anderen Spielen, wo sie wiederverwendet wurde, aber an für sich Mega Man 1. Naja, in Teil 1 jedenfalls gibt es direkt am Anfang diesen Aufweg, und dort finden wir dann einen Gegner und einen L-Tank. Der kam ja bekanntermaßen in Mega Man 5 vor, als Protoman Mega Man vor Darkman gerettet hat. So war das dann gewesen. Und als nächstes gibt es noch einen Teil im dritten Teil zu finden.
Ich weiß, komische Reihenfolge, aber es hat schon seinen Sinn so. Was das letzte Teil angeht, dafür brauchen wir eigentlich eine Form, die wir erst später bekommen, aber vorerst kann man durch Queen Bee einen, sagen wir mal, kleinen Sequence Break hinlegen, wenn man es so nennen möchte. Damit kommen wir dann in diese relativ enge Höhle, wo wir dann auch mal wieder in der normalen Form rumrennen dürfen, juhu. Und dann wieder irgendwas anderes nehmen dürfen, juhu. Und dann wieder zurück in die Menschenform dürfen, juhu. Und dann finden wir einen Stabilisator oder auch Balancer, wenn ich mich nicht ganz irre. Der kam zum ersten Mal in Mega Man 6 vor. Ja, nein, vielleicht. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und was der für einen Nutzen hatte, war ja, glaube ich, oder war auf jeden Fall, dass man dadurch Energien, die effektiv auf einem, falls man sein Buster draußen hatte und irgendeine leere Energieart hatte, ups, das war nicht sehr schön, aber wir kommen ja mal raus, wurde die Energie auf andere Waffen umverteilt. Und der Wind. Ich will nur zur Höhle um meine Belohnung einholen. Das ist doch mein einziger Plan. Und den werde ich mir nicht versauen lassen. Und dann schauen wir doch mal, was es zu den jeweiligen Sachen zu sagen gibt. Ich bin gespannt. Sicher doch. Steht zumindest drauf, ja. Davon werden wir demnächst noch einen kennenlernen. Soweit richtig, ja. Fragt sich nur, wie das gehen kann. Naja, so kann man es auch nennen, ehrlich gesagt, wenn man das in dem Kontext zusammennimmt. Aber man weiß ja nie, ob der L-Tank aus Mega Man 5 der einzige seiner Art war. Oder die Kreiselmine, je nachdem. Gibt verschiedene Bezeichnungen für das Ding. Exakt. Zumindest hierzulande. Das ist wohl durchaus unpraktisch. Naja, was haben wir noch alles gefunden? Was du nicht sagst. Er hat übrigens in doppelter Weise recht, denn der Balancer in der Weise wurde in Mega Man X zum Standardprogramm umgeformt und musste dort nicht mehr gefunden werden. Deswegen hat er schon soweit recht. In andere Waffensysteme. Auf jeden Fall. Na, das ist ja unwichtig. Jedenfalls, wir haben noch eine Glühbirne gefunden, oder? Jo, großartig, nicht wahr? Zum Beispiel Solar Man, Badumdisch. Muss ja ziemlich viel Strom gebraucht haben, um mit Glühbirnen solarbetriebene Roboter anzutreiben. Das nennt man wohl dumm gelaufen. Naja, das war dann wohl alles gewesen, oder? Wir sind es halt eben. Ach, nicht zu danken. Dann lass mal sehen. Immerhin, das ist nicht wenig. Und da. Aber sowas von. Damit haben wir unseren ersten und einzigen Ersatztank des Expertenmodus gefunden. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, dass man einen bekommt, aber wir haben ihn. Und ich werde ihn nie wieder hergeben. Nein. Für die, die nicht wissen, was der Ersatztank ist, darin kann man überschüssige Lebensenergie, falls wir welche finden sollten, speichern und entsprechend später für die eigene Lebensleiste aufbrauchen. Aber dazu kommen wir dann zu Beginn im Bosskämpfen, wo es dann wichtig wird.
Ich denke mal, das war's für diese Stage. Ich hoffe, es war Spaß, dich zu sehen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal, wenn wir uns dem Schrottplatz widmen, wird's noch mal genauso interessant. Und, naja, bis zum nächsten Mal bei Mega Man ZX Advent. Bis denn.